Antonio Vivaldi war in Venedig Opernimpresario, Geigenlehrer, Priester. Er hatte ein cholerisches Temperament, rote Haare, war Asthmatiker, eine interessante Mischung. Und er hat am Ospedale della Pietà unterrichtet. Und über diese Ospedali schreibt Charles de Brosse: Die vorzüglichste Musik hier ist die der Ospedali. Es sind deren vier, alle von außerehelichen Mädchen oder Waisen besetzt und von solchen, die die Eltern nicht imstande sind, aufzuziehen. Sie werden auf Staatskosten erzogen und man bildet sich einzig dazu aus, um sich in der Musik auszuzeichnen. Daher singen sie wie Engel und spielen Violine, Flöte, Orgel, Oboe, Violoncello, Fagott. Kurz, es ist kein Instrument zu groß, um ihnen Angst einzuflößen. Sie werden klösterlich wie Nonnen gehalten. Sie allein führen Konzerte aus, jedes Mal in einer Besetzung von etwa 40 Mädchen. Ich schwöre Ihnen, es gibt nichts so Angenehmes, als eine junge und hübsche Nonne zu sehen, weiß gekleidet, mit einem Granatsträußchen über den Ohren, wie sie das Orchester leitet und mit aller Anmut den Takt schlägt und mit einer unvorstellbaren Genauigkeit. Ihre Stimmen sind wundervoll in der Führung und Leichtigkeit, denn man weiß hier nicht, was Tonrundung und gesponnene Töne à la Française sind. Das der vier Ospedali, welches ich am häufigsten besuche und wo es mir am meisten gefällt, ist das der Pietà. Es ist auch das erste wegen der Vollkommenheit des Orchesters. Welche Korrektheit in der Ausführung. Hier allein hört man diese hervorragenden Stricharten, die zu Unrecht an der Pariser Oper gerühmt werden. Also ein ganz außergewöhnlicher Platz, der von Italienreisenden unbedingt zu besuchen ist. Sie hören jetzt ein Blockflötenkonzert, ein sehr zartes Instrument, sehr intim, in einer Tonart von C-Moll, die eigentlich schon aus der Tonart sagt, dass es ein trauriges Stück ist und auch eine Tonart, die geeignet ist, den Schlaf zu befördern. Sie befinden sich im abendlichen Venedig, ist eine ganz merkwürdige Stimmung. Man weiß nicht richtig, was los ist. Es liegt irgendwas in der Luft, ist ein bisschen geheimnisvoll. Dann hört man ganz erregte, erstaunliche Klänge und Farben. Und dann erwartet man einen sehr schönen, langsamen Satz, der ganz zu Herzen geht. Und plötzlich beginnt die Musik hochdramatisch. Und man fragt sich, was will eine Blockflöte jetzt spielen? Aber die Musik zieht sich nach innen zurück. Die Musiker schlafen ein, die Bratschen und die Cellis sind vollkommen weg, sind in Schlaf gefallen. Und jetzt beginnt eine Traumwelt, wo eine Blockflöte das beschreibt in Träumen, was sie wahrnimmt. Und die erste Geige sorgt als ganz hohe Wesen dafür, dass der Körper nicht stirbt, sondern am Leben erhalten wird durch einen regelmäßigen Pulsschlag in schönen Harmonien. Dann kommt der Anfang wieder zurück, sehr dramatisch, aber ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Es scheint sich irgendwas gebessert zu haben oder in der Luft zu liegen. Und jetzt kommt ein noch merkwürdigerer letzter Satz, voller Phantasmi, besonderen Gegebenheiten, hochvirtuosen Kapriolen. Und man wartet auf den nächsten Morgen und was der neue Tag wohl bringen mag. Viel Freude dabei.